Die kleinen Kerle da, am schwarzen Strick. Wie strampeln die verrückt mit Arm und Bein, wenn der Gevatter Tod noch einmal ihr Genick umkrallt. Im Sturm bei Flöten und Schalmein, auf ihren kahlen Schädeln trommelt Eis den Takt nach einem alten Weihnachtslied. Sie drehen den dürren Leib in engem Kreis und bleiben doch in Reih und Glied. Hallo, ich bin die Regisseurin, Drehbuchautorin und Teamleiterin des Kurzfilms Spellbound. Es geht um einen Künstler, der einerseits Arthur Rimbaud, den genialen Dichter aus dem 19. Jahrhundert, idealisiert und andererseits dem Alkohol- und Drogenexzessen verfällt. Der Film soll eine Tragikomödie werden und das Leben des Künstlers nicht nur dramatisieren, sondern auch ins Lächerliche ziehen. Nun ein paar Worte zu Rimbaud selbst. Er schrieb schon mit 16 Jahren geniale Gedichte. Und viele wissen auch nicht, dass er sehr einflussreich in der deutschen Literatur war. Auch die Rockszene in den 60er und 70er Jahren kam ohne Rimbaud nicht aus. Zum Beispiel Jim Morrison, der Sänger von den Doors, behauptete lange Zeit, dass er die Wiedergeburt von Arthur Rimbaud sei. Hi, ich bin Rodrigo Marion und ich bin zuständig für die Kameraarbeit im Spellbound-Projekt. Ich bin auch zuständig für Post-Production-Sachen, zum Beispiel Color Grading, Compositing und Motion Graphics. Ich bin gespannt auf das Projekt. Hallo, mein Name ist Esther Brestak. Ich freue mich, dass ich die Produktionsleitung für den Film Spellbound machen darf. Ich arbeite auch mit im Design und bei der Color Correction. Es wird wirklich ein sehr spannendes Projekt. Hallo, mein Name ist Dominik Lanterdinger und ich bin im Rahmen des Projektes Spellbound der Leiter der Audioabteilung und zudem verantwortlich für Recording und Mixing. Mein Name ist Erbelin Sam, mache beim Spellbound-Kurzfilm die Foleys und den Sounddesign im Hauptwerkzeug Pedata. Hallo, ich bin der Christoph Kremsmeier und meine Leidenschaft ist es, am Set zu arbeiten und deswegen bin ich im Film Spellbound für den Setton und für die Atemaufnahmen verantwortlich. Hi, ich bin der Christoph Gürtler und bin zuständig für die Organisation der Komposition, die Musik- und Sprachaufnahmen im Studio und die Nachvertonung. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dieses Projekt verwirklichen könnten und sind auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Und es wäre sehr schön, wenn auch ihr euren Beitrag dazu leisten könntet.